Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter, der Yeti von dem Berg. Ihr guckt euch den AV Media Kanal an und heute bringe ich euch wieder ein Video über eine Waschmaschine. Die Videos über Waschmaschinen und Spülmaschinen hat euch sehr gut gefallen. Und jetzt haben wir eine Siemens Waschmaschine, welche diese, der Gummiring ist zu ersetzen, der zwischen Trommel und Tür sitzt. Wieso muss man das ersetzen? Der diese Video schon sieht, hat sich schon mit dem Fehlercode 23 ausgesetzt. Fehlercode 23 bedeutet, dass der Unterboden von der Waschmaschine mit Wasser gefüllt ist. Das kann sein, weil diese Gummidichtung hier ein gewaltiges Loch hat und die Wasser aus der Dichtung in die Maschine reinläuft, sammelt sich und dann löst sich dieser Schwimmerschalter aus und kommt hier der E23 oder F23. Eines zum Klarstellung, Siemens und Bosch ist eins und der gleiche. Dieses Artikel könnt ihr auf dem Internet am besten nach Fotos suchen, weil die Artikelnummer sind etwas verwirrend. Ich habe das hier auch nach Fotobild ausgesucht und offiziell nennt das als eine Bosch-Ersatzteil, aber wird mit unserem Siemens-Gerät genauso gut funktionieren. Das kommt mit zwei Spannringe und diese Set Spannringe und Gummidichtung Manschette kostet 55 Euro. Die Werkzeuge, die wir brauchen werden, entweder eine Schraubenzieher oder eine Akkuschraubendreher aufgefasst. Das Drehmoment von dem Schraubendreher werden wir reduzieren, nicht dass wir die Schrauben kaputt machen. Und eine Bitset und eine Spitzzange, um diese Spannfeder raus und reinlegen zu können. Das Gerät, das werde ich während des Videos noch einmal sagen, braucht normalerweise Torx 25 Bit. Aber wie gesagt, wenn wir soweit sind, zum Glück ist das hier auch eine Torx-Kopf. Also wir brauchen den 6-Kopf Bit nicht, aber ich habe damit mich auch vorbereitet und ich benutze für schon meinen Knie so eine Knieunterlage, die kann man beim Norma für ganz geringes Geld kaufen. Also jetzt kommt das Intro und dann legen wir auch gleich los. Das erste und wichtigste ist, dass wir das Gerät vom Stromnetz trennen und wir sperren auch die Wasserzufuhr. Ich werde natürlich auch den Schlauch lösen, dass wir den Eckventil nicht aus der Wand reißen, wenn wir das Gerät bewegen und das Strom kann uns nicht wehtun, während wir bis Ellbogen in der Maschine arbeiten. Wir werden nicht bis Ellbogen in der Maschine arbeiten, aber trotzdem trennen wir das vom Strom. Wenn ihr so anfängt, dass ihr immer noch den E23 Fehler habt, dass der Wasser in dem Gerät drinnen sitzt, steht unten, dann müsst ihr, ich revidiere mich, Torx 20er Schrauben nehmen, ne? TX20 Schrauben. Und ihr entfernt diese Blech. Das heißt, diese Schrauben hier in die Reihe einmal, die Reihe bis dahin und dann nach unten. Hier sind noch welche, hier ist auch eine. Und ganz unten, wo ist mein Finger? Na, komm, da ist ein Schraube und da ist ein Schraube. Diese Schrauben entfernt ihr,
Das ganze Rückband wird nicht überfallen, weil auf diese Haken hängt er noch. Ihr hebt das leicht nach oben, ihr entnimmt den Rückband des Geräts, da ist ein großes freies Raum drin und dann lässt ihr die Wasser entweder mit trockenen Tüchern oder Zebra aussaugen. Ich habe zum Beispiel den Industrie-Nasssauger genommen und habe das einfach ausgesaugt. Bis ich den Gerät zusammengeschraubt habe, war der Fehler weg. Der Schwimmer hatte keine Wasser mehr in den Gehäuse entdeckt. Ne? Natürlich könnt ihr die Maschine ein bisschen nach hinten kippen und dann ist der Erfolg größer. Dann fangen wir an mit dem Entfernen des alten Manschette und dann ersetzen wir natürlich es mit dem neuen. Der erste Schritt ist, vorne diese gefederte Spanne zu lösen. Hier ist der brandneue, hier kann ich euch sehr gut zeigen. Also das ist einfach ein Metallring mit dieser gefederten Spanne hier. Und die erste Aufgabe ist, diese Spanne mit dem Zange einmal zu lösen. Und bitte vergesst nicht, wo eure Spanne liegt. Also bei mir liegt er richtig Richtung des Türscharniers. Na, fangen wir mal an. Entschuldigung. So sieht der entfernte Spanne aus. Wir könnten das wieder reinlegen, aber wir werden das mit dem neuen ersetzen. Und jetzt müsse man nur noch die Gummidichtung von der Kante runterziehen. An diesem Punkt würdet ihr denken, ach, wie einfach das war, aber hier ist ein Anschluss von den Rinne, wo der Waschpulver reinkommt, glaube ich. Habe ich noch nicht gesehen. Und wir haben noch so eine Spanne, federgespannter Ring, der diese innere Kante an der Trommel befestigt. Und dazu müssen wir die komplette Vorderseite der Waschmaschine entfernen. Es ist keine große Sache. Ich werde euch alles Schritt nach Schritt zeigen. Um das Front zu entfernen, müssen wir erst den Deckel, das Gerät entfernen. Dazu brauchen wir zwei Stück Torx 25 Schrauben zu entfernen, jeweils in die Ecken oben. Ich zeige es euch. Wenn wir die Schrauben entfernt haben, dann brauchen wir den Deckel nur einfach nach hinten ziehen. Der nächste Schritt ist, den Waschpulver-Waschmittelbehälter rauszunehmen. Da zieht ihr einmal drauf und hier könnt ihr diese blaue Hebel betätigen. Und mit ein bisschen Gewalt kommt er einfach raus. Nächst lösen wir diese vier Schrauben hier, die sind Torx 25, hoffe ich, damit wir den Oberkante der Frontpanel befreien können. Der erste echte Hindernis ist, dass diese Schrauben viel zu tief sitzen für diesen Typ von Bit. Deswegen empfehle ich euch auch, und ich habe auch so lange Bits, und ich hoffe, dass wir Torx 20er drin haben. Gucke mal. Der nächste ist, dass wir diese unterne Blende entfernen. Ich zeige es euch. Thank you.
Und jetzt könnt ihr die Schraube und die Schraube entfernen. Diese weiße Frontpanel ist nur noch durch diese weiße Clips befestigt. Der da und dieser dritte Clips. Wenn wir die ein bisschen zu uns ziehen, dann kommt das runter. Ich zeige es euch. Jetzt, wo der Frontpanel runtergekommen ist, wir könnten eigentlich diese Kabel lösen, aber wir brauchen die gar nicht, weil wir brauchen eigentlich nur die Schraube und die eine Schraube dahinter. Jetzt, wo diese zwei Schrauben gelöst sind, dann kommt der Front ganz leicht runter, aber aufpassen, da sind immer noch Kabel und Gummischläuche angeschlossen. Hier ist ein Gummischlauch, wo der Waschmittel reinkommt und da ist ein Kabel, welcher den Türschloss regelt. Ne? Vorsichtig abziehen. Das könnten wir eigentlich auch so lassen, wenn hier nicht zu viel Kraft auf die Verkabelung liegt, aber wir können auch einfach den grauen Stecker ziehen. Ich habe den Frontpanel gelöst mit diesen drei Stecker, damit wir jetzt hier beim Drehen bessere Sicht haben, aber das ist nicht unbedingt nötig für euch. Für die nächsten zwei Schritte brauche ich beide Hände. Deswegen kann ich das euch nicht zeigen, wie ich das rausnehme. Das ist total einfach. Diese Clips muss man nur zusammendrücken und dann kann man diese Verbindung lösen. So, und das ist ein Sensor. Der andere Ende ist hier, der ist nur in der Gummi reingesteckt. Die müsst ihr einfach vorsichtig rausziehen aus der Gummi. So sieht also das Rohr abgezogen. Den Spannring werden wir nicht wegwerfen natürlich. Und so sieht der Sensor aus. Hier ist eine kleine Kunststoffding drauf. Die saß in diesem Loch, in das Gummi. Und hier ist der zweite federgespannte Ring, die wir jetzt lösen werden. Und dann können wir die komplette Manschette von den Waschtrommel runterziehen. Ich empfehle, wenn ihr schon hier seid, in diesem Bereich, dass ihr alles schön putzt und reinigt, weil der Absicht ist, dass in den nächsten 10 Jahren niemand außer euch wieder hier was zu tun haben soll. Und dann, wer hat das Schuld? Hier ist der alte Manschette. Hier, man kann den Loch sehen. Das ganze Gummiding sieht aus, als es gelöst wäre. Durch Hitze oder irgendwelche Chemikalien. Wenn ich jetzt stark dran ziehe, dann kann ich das weiter zerreißen, das dehnt. Jetzt können wir das Gerät gleich zusammenbauen. Der erste, wo ihr aufpassen müsst, dass diese drei Löcher hier mit diese drei Löcher sich treffen. Deswegen ist dieser Nippel hier drauf und soll genau zu den Pfeilchen hinkommen. Also. Als erst legen wir die innere Rimme
auf das Metall oder Kunststoff besser gesagt. Und wir müssen das so lang hin und her drehen, bis der Nippel, dieser Nippel hier auf seinem Platz nicht ist. Und hier haben wir keine Huppel mehr in den Riemen. Jetzt ziehen wir den äußeren Riemen über diese Kante hier. Wir können erst sicher sein, dass wir das richtig gemacht haben, wenn hier rundum der Abstand zwischen die Gewichte und das Manschette gleich ist, komplett rundum. Und wir sollen innen noch einmal prüfen, ob wir etwas nicht rausgezogen haben, was wir nicht rausziehen wollten. Der nächste ist, dass wir den Sensor wieder platzieren und dass wir das Rohr wieder anschließen. Das Rohr ist richtig montiert, wenn dieses kleine weiße Plastik-Kunststoffstück in diesem Ausschnitt ist. Und der Sensor ist richtig montiert, wenn der kleine Plastikteil in diesem Loch sich befindet. So, es bleibt nichts anderes übrig, dass ich den Gerät wieder zusammenlege mit den gleichen Schrauben und in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir das zerlegt haben. Ihr sitzt jetzt ein bisschen weiter weg, dass ich mehr Platz habe zum Arbeiten, aber ihr werdet sehen, wie das Gerät wieder zusammengebaut wird. Niemand hat gesagt, ne, gemerkt, dass ich den inneren Ring nicht montiert habe, beziehungsweise den neuen. Also ich werde erst den Schlauch und den Sensor wieder lösen, den Ring montieren und dann bauen wir alles wieder zusammen. Und jetzt kommt, dass wenn ihr eine Akkuschraube verwendet, dann stellt den Drehmomentbegrenzung unter 10, auf jeden Fall. Diese Schrauben mit den hohen Gewinden gehören hier oben rein, hier und hier.
Und jetzt brauchen wir nur noch den äußeren Ring aufploppen und dann ist das Gerät auch schon fertig. Wir klemmen die Gummiriemen in die Metalllippe ein. So, der Waschmaschine ist fertig. Ich muss es nur noch auf seinen Platz reinschieben, einstecken, Wasser aufschalten und alles läuft, außer der Wasser in den Gehäuse. Mit dieser Aktion müssen die E23-Fehler für eine sehr lange Zeit behoben werden und der Waschmaschine kann fröhlich weiterarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, drückt auf dem kleine Glocke und teilt dieses Video mit euren Freunden auf Facebook, Twitter, wie ihr wollt, weil damit unterstützt ihr den Kanal am meisten. Danke für eure Zuschauer. Wir treffen uns nächstes Mal, spätestens in einem Jahr. Ciao.